Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich wollte schon Assassin's Creed 2, wollte ich beinahe sagen. Das ist mir rausgerutscht und da sind wir jetzt auch wieder hier. Ja, es fehlt uns ja nicht mehr viel. Ich habe jetzt mal ein kleines Päuschen eingelegt, von einer Woche ungefähr. Habe ich aber mal gebraucht, ein bisschen was anderes. Ich meine, nebenbei ja trotzdem noch Arbeit und Uni, aber es geht wieder weiter. Genug gequatscht. Und zwar, wir haben uns ja letztes Mal drauf festgelegt, erstmal hier noch ein paar Quests zu machen, bis wir was zu sammeln und danach erst auf die Erinnerung hier zu gehen. Und das würde ich jetzt einfach mal direkt angehen. Das bedeutet, wir marschieren, weil es am nächsten ist, einfach mal hier rüber zur Kurtisanenfestung. Nee, weißt du schon hier, ne? Genau. Da nehmen wir jetzt aber einfach mal die Schnellreise, wenn wir, schon hier sind. Warum nicht? Ach ja, viel ist es ja wirklich nicht mehr. Wir sind ja beinahe durch hier mit dem Game. Ist schon crazy, wenn man sich denkt, wie schnell das so geht. Gibt es hier eine Glyphe, ein Zeichen? Ist das Feuer? Ah nee, das ist hier der Wasserfall. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Glyphe finden. Versuchen kann man es ja. Nee, schaut gut aus. Ich weiß nicht, im Notfall mache ich mir jetzt dann gleich mal eine Karte auf der man die sieht, quasi extern im Internet, wo die so positioniert sind, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin, weil es sind eigentlich die Denkmäler so an sich, wo die positioniert worden sind, Rosa in Fiore. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, es gab auch noch diese Hurricanes, die hier irgendwie in der Stadt verteilt sind, da müssten wir ein oder zwei schon haben. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Also es gibt schon noch so ein, zwei Sachen hier zu erledigen, aber es ist nicht wirklich wild. So, ich muss hier mal bitte ganz kurz durch. Hallihallo? Was kann ich für dich tun? Anbetung der Könige aus dem Morgen? Was? Was? Okay, was kann ich für dich tun? Ezio, meine Schwester wurde vergiftet. Eine hohe Dosis desselben Gifts, das auch ich bekam. Wir wissen, wer es verkauft. Ein Straßendoktor namens Tommaso. Er hat ein Gegengift, doch gibt es nicht her. Ihr müsst es uns beschaffen. Schnell, Floras Zeit läuft ab. Ich werde mich beeilen, Kurpfuscher. Ein Gegengift von Dr. Tommaso stehlen und den Kurtisanen bringen, nicht den Doktor töten. Warum eigentlich nicht? Wenn er anderen schadet, ist er doch eigentlich kein Doktor. Aber gut, wir werden das Gift holen und dann sofort wieder zurückbringen. Schauen, dass wir hier durchkommen. Setze ich die Assassinen ein? Nee, ich lasse es mal. Keine Aufmerksamkeit. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier durch. Ja, ist halt gegrüßt. Ich sehe es schon. So wie ich mein Glück kenne, wird in dem Moment, in dem ich dann irgendwann hier Revelations, also quasi diesen dritten Teil der Ezio-Trilogie, durchgespielt habe und auf YouTube hochgeladen habe, fertig, wird angekündigt, yo, jetzt kommt hier ein Remake auf PC davon. Ja, das sehe ich schon kommen. Aber ich glaube nicht, nee. Ich meine, die hatten schon so viele Gelegenheiten, hier ein Remake rauszubringen. Die haben wir schon mal bequatscht hier, die Ezio-Trilogie hier rausgebracht auf Konsolen. So ziemlich auf allen Konsolen tatsächlich sogar. Tatsächlich sogar. Achso, ich darf ihn nicht töten, aber verprügeln hat ja keiner was gegen gesagt, ne? Na komm her. Der ist doch nicht tot! Der ist doch... Gut. Der ist zwar nicht tot, aber anscheinend schon. Gut. Die hatten ja, wie gesagt, da schon mehrmals die Gelegenheit zu, das dann einfach auf PC zu porten. Verstehe ich nach wie vor nicht, wieso sie das nicht getan haben. Aber naja, werden schon Gründe gehabt haben. So, hier hinter. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass da nochmal was kommen sollte, würde... Ich weiß es nicht. Das ist halt immer so Rätselraten, warum die Entwickler sich dafür was entscheiden. Die werden bestimmt gute Gründe haben. Vielleicht ist es auch einfach nur in deren Augen dann halt finanziell, dass es sich nicht lohnen würde. Was dann natürlich schade wäre, weil ich glaube, das wird trotzdem nochmal einschlagen wie eine Bombe. Wenn man das jetzt hier irgendwie nochmal schön remaked, irgendwie jetzt hier, muss ja nicht unbedingt Raytracing sein oder so. Einfach nur ein bisschen aufgehübscht, die Texturen nochmal ein bisschen poliert, minimal. Die LOD-Sichtweite erhöhen und so, weißt du, so Kleinigkeiten.
wo man halt wirklich nicht mal viel Arbeit reinstecken müsste, würde ich jetzt mal vermuten. Es ist halt, ne, es ist, genau. So, jetzt wollen wir gucken, wie wir hinter den Kollegen kommen, ohne dass der das mitkriegt. Hier ist eine Leiter. Aber mit der Leiter würde er uns erwischen, deswegen müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie runterschleichen. Bitte dreh ich jetzt nicht um, ich sehe dich nicht gerade. Hier, es ist... Red doch! Bist du dumm? Diebstahl erfolgreich, okay, wir hauen ab. Ja, was machst du denn da gerade? Ja, schön. Danke dafür, das war dann meine Deckung. So, und jetzt schnell zu den Kurtisanen, wir haben noch eine Minute Zeit ungefähr, ich hoffe, wir schaffen das. Und dann hat er sein Gegengift. So, ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist, das zu erzählen, weil dieses Video danach erscheint. Andererseits ist es ja dann sowieso beides online. Auf jeden Fall, ich habe die Woche, die ich jetzt quasi nichts so mit YouTube und so machen wollte, habe ich mit YouTube verbracht im Endeffekt. Oh, das ist schlecht. Und zwar habe ich mich hingesetzt und mal etwas geschnitten und bearbeitet, was ich so vorher noch nie gemacht hatte. Und zwar habe ich ein Best-of-Video von Rainbow Six Siege gemacht. Das Spiel, das mich ja eigentlich nie loslässt. Oh, jetzt wird es richtig knapp hier. 20 Sekunden. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Oh, scheiße. 18. Oh, das wird richtig knapp. Letzte Sekunde wahrscheinlich. Ja, doch. 10 Sekunden. Das, doch, es ist machbar. Let's go. Ihr habt meine Schwester gerettet. Grazie. Kein Ding. Immer wieder gerne. Kurpfuscher 1300 Florin. Das wäre erledigt. Auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen hingesetzt und einen Haufen Arbeit reingesteckt. Ich habe sowas ja noch nie vorher gemacht. Und jetzt ist das Video quasi fertig. Thumbnail fehlt mir jetzt noch und dann geht's auch schon raus auf YouTube. Mal gucken. Die nächsten Tage. Und ich freue mich schon. Ich hoffe, es gefällt. Also gerne nach diesem Video dann oder nach der Playlist hier nochmal da reinschneaken. Ist dann bestimmt schon ein bisschen älter, aber ich hoffe es ist gut. So Maria, genug von irgendwelchen Best-ofs gewabelt hier. Was gibt es Neues für mich zu tun? Ezio, das ist Egidio Droke. Wir kennen uns. Ich bin aus des Bankiers Schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar. Wisst ihr, dass ich seit Monaten in keiner Taverne mehr war? Die Möglichkeit, etwas zu verändern, sticht jeden Umtrunk aus. Der Senator erzählte gerade von den Zusammenhängen an Cesares Hof. Maria sagte mir, dass ihr die ausländischen Botschafter getötet habt, aber die Nachricht von eurer Tat darf Cesare nie erreichen. Und die Höflinge, die sich mit den Botschaftern trafen, müssen ebenfalls weichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Doch noch wichtiger... Der Heerführer Prospero Colonna wurde gefangen. Wenn ihr ihn befreit, wäre das ein Tiefschlag für die Borgia. Es wird getan, mein Freund. Und wie das getan wird. 3 neue Missionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann wollen wir doch mal. Ich guck mal hier nochmal ganz kurz ja, so an diese Tafel. Ah, vergiften, ja. Ohne Reiter zu töten, Pferde stehlen, das ja, haben wir noch nicht ganz so drauf. Um es unentdeckt zu werden. Mhm. Feinde auf Wachposten. Was verstehen die darunter? Also wenn sie einfach nur auf dem Dach stehen oder? Hm. Stecken kommen. Okay. Weil das würde ich schon gerne auch noch abschließen, hier diese Nebenquests. Die ganzen Geschäfte jetzt wirklich auf 100% zu bringen mit ihrer Investition hier. Weiß ich nicht, ob wir das machen müssen unbedingt. Sehen wir dann. Also ich würde jetzt nicht unbedingt das Let's Play um 20 Folgen strecken, nur dass wir jeden Laden da durchgeklimpert haben, weißt du. Gucken wir mal. Ich gehe mal hier hinter, Kurtisanenaufträge sind alle direkt nebeneinander. Die machen wir mal. Schnellreise, ja, warum nicht? Nehmen wir doch, warte, diese hier, die nördliche Kampagne. Auf geht's. Dann schauen wir einfach mal, was da so auf uns wartet. Ein Ladebildschirm auf jeden Fall schon mal. So. Ich müsste mal ein Geschäft finden, das wäre jetzt ganz gut. Oh, das wird wehtun. Nevermind, vielleicht auch nicht. Dann könnte ich in dem Geschäft nämlich mal kurz schauen, ob die Dinger wieder funktionieren, die Investitionen. Die haben ja letztes Mal nicht mehr geklappt, da war irgendwas mit dem Server irgendwie im Ass kaputt.
So, das haben wir alles geschafft. Erfolgreich, 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 jawohl. Irgendwo steht da nicht erfolgreich, ich sehe schon kommen. So, Aufträge. Barcelona einen Gefangenen befreien. Templerwachen haben einen unserer wertvollen Informanten inhaftiert. Befreit ihn aus seiner Zelle und sorgt dafür, dass er aus der Stadt fliehen kann. Was darfst du machen? Viel Spaß. Wien. Die Truppen aussperren. Wir wollen über die genaue Anzahl von Templertruppen in der Stadt Bescheid wissen. Nehmt unbemerkt an einem Treffen der Wachen teil und erstattet uns dann Bericht. Okay, viel Spaß. Essen vergiften. Schleicht euch in das Lebensmittellager der Templertruppen in der Stadt und verteilt Gift. Das müssen zwei zusammen machen. Kriegt ihr hin. Die Gelehrten studieren, also die Assassinenaufträge würde ich by the way schon gerne alle abschließen, wenn es irgendwie geht. Gelehrte der Templer haben sich versammelt, um zusammen an einem wichtigen Projekt zu arbeiten. Findet heraus, worum es geht, sabotiert es, falls möglich. Brauchen wir auch wieder zwei Assassinen, sollte dann auch ganz gut klappen. Also wir schon in Moskau einen Diplomaten angreifen. Wir verwenden den Begriff Diplomat recht locker, denn dieser Mann ist alles andere als diplomatisch, seit er mit den Templern im Bunde steht. Zeigt ihm, dass er in dieser Stadt nicht länger willkommen ist. Okay. Viel Spaß. Halt, da war noch was. Einen Politiker eliminieren. Ein den Templern ergebener Politiker hat zu viel Macht erlangt. Entfernen ihn aus dem Amt. Wieder zu zweit. 94% sollte wohl klappen. Ich glaube auch, wenn die einen höheren Rang haben, dann ist es kein Problem mehr. Sternkammer. Indische Diamanten. 10.000 Florin müssen wir da noch reden. König Heinrich benutzt die Sternkammer, um mächtige Personen des öffentlichen Lebens ohne Wissen der Öffentlichkeit anzuklagen und zu verurteilen. So ist er in der Lage, gefährliche politische Gegner auszuschalten. Nur da unser Feind diesen Gerichtshof unterwandert hat, hat er die mächtige Waffe in den Händen. Hat er eine mächtige Waffe in den Händen. Identifizierte die Templer und entfernt sie. Das werden mehrere machen müssen. Das reicht nicht mal. Drei Leute schaffen das nicht. Oha. Okay, ja, dann dürft ihr noch einen Herold bestechen. Wir haben eine Rede für einen Herold, die überbracht werden muss. Die übliche Bezahlung für seine Dienste ist beigefügt. Sorgt dafür, dass er beides erhält. Ja, viel Spaß. Informationen stehlen. Wir wissen von einem Templerhauptmann in der Stadt. Schleicht euch in sein Büro und studiert seine Karten. Wir müssen wissen, wohin er seine Truppen entsenden will, wenn er in die Schlacht gerufen wird. Viel Spaß. Und einer noch. Mit einem Verräter verhandeln. Unsere Regeln sind eindeutig. Einer unserer Brüder hat sie missachtet und muss nun mit seinem Leben dafür bezahlen. Wir raten euch, ihm nicht direkt gegenüberzutreten. Das sind dann die Verhandlungen, aber okay. Aggressive Verhandlungen nehme ich an. Ach ja. Erinnert mich immer wieder an Star Wars Episode 1. Phantom Minions. Die dunkle Bedrohung. Aua. Ich würde eventuell auch die Montur nochmal wechseln irgendwann, aber einfach mal gucken. Die Dame sitzt auf einem Pferd. Hallo? Der Senator und ich haben den geplanten Treffpunkt der Borgia mit den Botschaftern entdeckt. Die Botschafter habt ihr eliminiert. Nun sind die dran, die zu dem Komplott anstifteten. Ich kann euch zeigen, wo. Der Rest liegt an euch. Wir müssen lo. Wir müssen lo. Schlechte Politik. Zum Treffpunkt reiten und die übrigen Botschafter eliminieren. Alle Ziele in weniger als 60 Sekunden töten. Ja, ein Pferdchen wäre noch gut. Ich habe schon ein Pferdchen, alles gut. Dankeschön, let's go. Wir folgen der Kurtisane. Wieso habe ich denn null Fallschirme? Was habe ich denn da gemacht? Kann mir das hier irgendjemand erklären, wo meine Fallschirme hin sind? Huch? Warum? Was ist denn da passiert? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vielleicht weiß es irgendjemand, aber das ist eher nur ein Bug oder so. Müssen wir uns mal neue kaufen. So, meine Dame, wo soll es denn hingehen? Was reitest du hier schon wieder zusammen? Frau am Steuer. Schlimm, ey. Nein. Direkt alle weiblichen Zuschauer hier ausgeschaltet. Instant, Alter, 4 am Handy. Nein. Gibt tatsächlich auch Männer, die, sagen wir mal, nicht gerade gut fahren. Ah, hier Leute. Okay. Und da ist schon irgendwas passiert.
Okay, da geht's schon los. Wollen wir mal, ich hab wie lang Zeit? Nicht allzu lang, ne? Mach ich doch mal lieber hier Rauch. Chill mal. Freunde. Hallo. Das wollte ich nicht. Das dauert zu lang, Ezio. Mach mal schneller hier. Scheiße, das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist richtig schlecht. Er müsste mich halten. Jetzt habe ich's. Let's go. Mit der Kurtisane sprechen. Grazie, Ezio. Ich kehre zur Rose in Fiore zurück. Alle sollen von eurer Tapferkeit erfahren. Ich danke euch. Das ist ein schönes Thumbnail. Ich hoffe, ich finde das später wieder. Huch, was war das denn? Schlechte Politik. Und alle Leichen sind verschwunden. Aber nicht schlimm. Wir sorgen für neue. Bin schon unterwegs. So, einmal hier nach oben. Ist ja jetzt auch eine Woche lang kein einziges YouTube-Video erschienen, ne? Irgendwo tut's mir auch leid, aber es ging wirklich nicht anders. Ich habe meine Auszeit gebraucht. Soll ich hier mal reden? Ezio, der Papst hat von unserer Arbeit erfahren. Er bereitet einen Kurier in die Romagna vor. Wenn Cesare ahnt, dass seine Anhänger ihm den Rücken kehren, besetzt er die Stadt mit Truppen. Nehmt dem Kurier den Brief unbemerkt ab. Bringt ihn mir und ich fertige eine Fälschung an. Wir sorgen dafür, dass Cesare seinen Bericht erhält. Oh, das werden wir. Die Zinker, dem Kurier einen päpstlichen Brief stehlen, eine Fälschung anfertigen und dann dem Kurier die Fälschung unterschieben. Die Mission in weniger als 2 Minuten und 20 Sekunden beenden. Ich habe erst die 20 gesehen und dann das Minuten gelesen, deswegen hatte ich kurz ein bisschen Angst. So, jetzt haben wir ein Problem, weil ich mit dem Pferd nicht da nach unten komme, egal. Haben wir gleich. Oh, das könnte kritisch werden. Mal schauen. So. Ich finde es ja schön, dass wir gerade eigentlich nur noch Missionen haben. Wir müssen mal gucken, dass wir noch die Glyphen wegkriegen. Dann ist es auch wieder ein Problem weniger. So, jetzt komm her. Muss mir kurz was ausleihen. Jetzt klaus ihm. Da, let's go. Diebesgilden-Herausforderung abgeschlossen. Oh, ich muss nach vorne. Oh. Der Kurtisane den Brief bringen. Wo ist denn die? Hier vorne im Gebäude schon. Ja, das ist ja voll easy. Die hätten uns viel weniger Zeit geben können. Eine Minute oder so hätte ich das gemacht. Gar kein Ding. Hier. Bene, damit kann ich arbeiten. Gebt mir einen Moment. Ja, okay, sie braucht auch noch ein bisschen. Dann machen wir anderthalb. Ist okay. Ist in Ordnung. Da wollen wir mal nicht so sein jetzt hier. Zurück, bevor der Diebstahl bemerkt wird. Cesare wird hoch erfreut sein, dass in Rom alles gut läuft. Das ist doch schön. Wollen wir mal. Jo, wo der Bote jetzt halt ist? Wie lange haben wir denn hier gesessen? Schnell. 2 Minuten. Ich dachte, der läuft jetzt halt hier noch ganz entspannt irgendwie rum und chillt so sein Leben. Aber der ist hier ja alle über alle Berge. Der ist ja hier alle über Berge, ne? Scheiße. Ach du Scheiße, ich dachte, der ist hier. Wo ist der denn? Junge! Wo bist du? Jetzt habe ich richtig reingeschissen, glaube ich. Oh oh. Beeilung. Minute 40. Könnte knapp werden. Mal gucken. Ah, da vorne läuft er. Ich glaube, ja, komm, den kriegen wir easy. Der ist ja gerade im Endeffekt zum Stadttor unterwegs, um halt hier rauszukommen, wenn ich das richtig verstehe. Aber, ja. Er wird sich wundern. Brief untergeschoben. Sehr schön. Können wir einfach mal hier... Ah, ich glaube nicht. Einfach mal die hier mitnehmen. Habe ich auch noch eine Quest offen. Und dann laufen wir einfach mal zurück zur nächsten, beziehungsweise vielleicht sogar letzten Kurtisanen-Mission, die noch so übrig ist. Und dann, glaube ich, muss ich mir legit meine Karte aufmachen, wo wir diese ganzen, ja, Wahrheitsdinger hier finden. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Am Kolosseum müsste noch was sein, aber bevor wir da jetzt wirklich die ganze Map hier mal absuchen, lieber einfach mit einer Karte. Warum nicht? Das sind dann so die good old times, die Vibes hier von
Weißt du, hier Assassin's Creed 1, genau. So ist es. Die heuer ich mir jetzt an, weil ich weiß, dass mir Diebe auf jeden Fall noch fehlen. Wir haben Diebe ja noch nicht einmal eingesetzt, um jemanden abzulenken, glaube ich. Ja, lock die mal weg. Dann haben wir das schon mal. Rede ich mal mit ihm. Geld abheben, auf jeden Fall. Investieren. Lad. Okay, jetzt funktioniert es auch wieder. Guck mal an. Schön. Ja, dann investieren wir einfach mal. Boom. Akonit und indische Diamanten haben wir bekommen. Ja, komm. Einfach so nebenbei. So, jetzt wollen wir kurz gucken, wie die das machen. Die klauen denen im Endeffekt wahrscheinlich einfach einen Geldbeutel oder so und dann ziehen die durch und die Wachen laufen denen im Endeffekt hinterher. Ist ja cool. So. Und wir reden mit der Dame hier. Cesare hat zwei große Condottieri gefangen, Prospero und Fabrizio Colonna. Er ließ sie nach Rom bringen, um sie zu foltern. In Freiheit könnten diese Männer den Borgia ernste Schwierigkeiten bereiten. Sie werden bald überstellt, schwer bewacht. Aber ich schätze, das sollte kein Problem für euch sein. Unruhestifter Prospero und Fabrizio Colonna aus ihrer Borgia-Gefangenschaft befreien. Beim Ende der Mission müssen beide Söldner noch über mehr als 50% ihrer Gesundheit verfügen. Das werden wir hinkriegen. Wollen wir mal die Wachen töten, welche die Söldner bewachen. Sollen die jetzt gerade schon exekutiert werden oder werden die einfach nur gefoltert und gefangen gehalten? Wir werden sehen. Ich glaube, ich werde übrigens auch nochmal die Rüstung umziehen, hier die Montur auf die Standard Ezio Assassinen Montur, die wir vorher anhatten. Und dann einfach, wenn wir wieder in die Hauptstory gehen, wieder die hier anziehen. Einfach, dass wir nochmal ein bisschen die andere erleben und Abwechslung drin haben, weil es still, ne? So, warte, wir sind gleich da. Ein paar Meterchen sind es noch. Ich verstehe nicht, was tut er da am Brunnen? Er sucht niemanden, er sucht mich gerade nicht. Was macht er an diesem Brunnen? Wieso popelt er da mit seinem Speer drin rum? Was hat der Junge vor? Egal. So, hier vorne ist es. Wir nutzen natürlich auch gleich die Assassinen, ist ganz klar. Wie viel Geld wir einfach haben mit 257.817 Florin. Die werden hier quasi gerade bloßgestellt, oder wie? Egal. Dann wollen wir mal. Macht sie fertig. Wo wollt ihr denn hin? Die Verstärkung eliminieren, die Gefangenen beschützen? Noch seid ihr nicht. Natürlich. Frei. Haltet euch bereit. Meine Assassinen helfen euch. Schön. Nehmt euch Waffen. Hinter uns. Ich beschütze euch. Wie es der Kodex verlangt. Oh mein Gott, okay, das war böse mit dem Pferd. Den habe ich nicht kommen sehen. Aber auch nicht. Oh, das war ein Quickscope jetzt. Das warst du. Holy shit, Ezio, was war das denn? Der Move war neu. Der war richtig geil. Was war das denn? Ja, der ist GG. Die Assassinen räumen hier halt richtig auf. Oh, hallo. Von hinten erstochen. Tut mir fast ein bisschen leid, aber musste sein. Hier geht's richtig ab. Nicht mehr so herablassen, Kanadier. Sollte es gleich gewesen sein? Der eine hat schon gut was weggesteckt, aber das war wegen dem Pferd vor allem, nehme ich an. Könntest du bitte nicht auf die gehen, sondern auf mich? Danke dir. Yo, was? Er hat zwei Kugeln weggesteckt. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben die Mission abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ja. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Die kämpfen auf jeden Fall noch fleißig. Hol ihn euch dich jetzt hier. Was ist denn das? Kuscheln da. Jetzt macht ihn doch fair. Jungs. Und Mädels natürlich. Jetzt reicht's mir aber. Wie können wir das bloß je wieder gut machen?
Setzt den Kampf gegen die Borgia fort. Das werden wir. Addio, amico mio. Addio. Das mit dem Schwert war aber ungesund. Ich danke euch. Unruhestifter. Jawohl. Und das sollte es gewesen sein. Kommt jetzt hier noch was, oder? Gucken wir mal. Anscheinend nicht. Rosa in Fiore scheint keine neue Mission mehr verfügbar zu sein. Dann einfach mal runter hier in den Süden. Ab in den Süden. Wo ist denn hier ein Schnellreisepunkt, wenn wir uns, oh Gott, rechts drehen, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung. Irgendwie in die Richtung müsste was sein. Wir werden sehen. Machen wir ganz entspannt hier. Hier müsste rein theoretisch auch ein Siegel versteckt sein. Nehme ich jetzt mal an. Weil es ist ja auch farblich auf der Karte so markiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das mit den Siegeln so ist, wo die jetzt genau sind und wo nicht. Ist ja nicht so wild. Wir machen uns gleich ein Kärtchen auf hier. Und dann hat sich das. Das wollte ich jetzt nicht, ne? Den lesen wir uns später durch. Wir machen wieder so eine Lesesession. Irgendwann am Ende. Ich markiere mir jetzt hier mal ganz kurz. Ne? Warte. Geh hier. Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verlaufen. Ich musste eigentlich in die andere Richtung, aber ich wollte mir einfach die Umgebung ein bisschen angucken. Tut mir leid. Also tut mir nicht leid. Heißt es schon. Hier mal runter. Let's go. Nochmal runter. Nochmal let's go. Und dann sind wir schon da. Und schauen einfach mal, dass wir da runter zur Diebesgilde kommen. Das müsste ganz unten sein. Diebesgilde. Let's go. Nutzen wir die Schnellreisefunktion zum Ende des Spiels doch nochmal ordentlich. Ich meine, warum sollten wir jetzt den Weg laufen? Da ist sowieso nichts mehr. Ist ja nicht so, als gäbe es hier Zufallsevents. Dann würde ich das auf keinen Fall machen. Also in so einem Game wie, keine Ahnung, GTA oder Red Dead Redemption, niemals würde ich schnell reisen. Im Leben nicht. Sollen wir würfeln, wenn wir schon mal da sind? Hm? Leicht. Gucken wir mal. Erstmal kurz Hallo sagen, dass wir hier sind. Der Hocker ist es dieses Mal. Ezio, eure Hilfe war unbezahlbar. Jetzt müssen wir die Cento Occhi erledigen. Nur ihre Anführer kennen die Borgia. Eliminiert sie und die Bande wird sich auflösen. Ich spreche mit euren Spionen. Bene. Sehr schön. Nochmal einen Haufen neuer Missionen freigeschaltet. Da steht er. Gucken wir uns auch mal hier die Missionchen an, was wir hier noch so zu erledigen haben. Ach, leck. Gut. Ja, genau. Ein Todessprung fehlt uns noch, den machen wir gleich. Mhm. Aus Höhe von 25 Metern eintauchen ist meiner Meinung nach bei der Villa. Also bei uns hier das Assassinenhauptquartier. Wo wir immer den Todessprung gemacht haben. Ich glaube, da müssen wir das machen. 500 Meter mit Fallschirm fliegen. Das geht wahrscheinlich von dem höchsten Punkt der Karte aus, logischerweise. Mhm. Luftattentate auf Wachen von einem Balkon ausgeführt. Ja, das ist im Endeffekt dann im schlimmsten Fall halt nach dem Finale. Gucken wir mal. Jetzt würde ich erstmal hergehen, Monturen. Wie mache ich denn das? Rüstung? Kann ich das alles ausziehen? Monturen, ich würde gerne die... Weißt du? Standard wieder anziehen? Nee. Glaube ich darf nicht. Gut, dann hat sich das schon erledigt. Das müssen wir in der Villa machen. Egal, dann bleiben wir eben dabei. Ist ja auch ganz cool. Das werde ich. Eine Runde. Bis wir gewonnen haben. Wenn wir verlieren, nochmal eine. Aber wenn wir gewonnen haben, hören wir auf. Das ist der Deal. So, maximaler Einsatz. Let's go. Komm schon. Gewinn. Ja, das war klar. Wir mussten verlieren. Jetzt aber. Dieses Mal. Komm schon. Ah, interessant. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall schon mal unseren Verlust zurück. 3,5 wäre natürlich geil gewesen. Als Multiplikator. Komm schon. Die 6, okay. So, nochmal erhöhen. Kein Ding. Na komm schon.
Rein damit. Das ist natürlich... Es tut schon ein bisschen weh im Gelboy. Scheiße, egal. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Nochmal die sechs. Okay. Los geht's. Die fünf. Jetzt kommt gleich die vier, dann die drei, die zwei und die eins. Irgendwann ist unser ganzes Geld im Pott. Wir können wissen, ob es da einen Rekord gibt, wie viel Geld man da drin hatte im Einsatz maximal. An Spielern. Die sechs, let's go, sage ich doch. Aller guten Dinge sind drei. So läuft das. Danke für die Spiele, hat Spaß gemacht. Rein theoretisch so in dem Spielprinzip hier, wenn der Würfel nicht gezinkt ist, kann man nicht verlieren. Im Endeffekt, man hat halt... Klar, okay, man hat dreimal die Chance mit dem Würfel, dass man... Ja, dass man verliert, ist klar, aber... So im Spiel zumindest gewinnt man irgendwann immer und macht Plus. Hat man ja gesehen jetzt im Let's Play. Ich meine, wir haben immer Plus gemacht, egal wie oft wir gespielt haben.